Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sprechen wir über etwas, das es eigentlich in dieser Form normalerweise nicht gibt. Menschenrecht auf freien Aufenthalt und beliebige Wahl des Aufenthaltsortes. Es gibt verschiedene Menschenrechtskonventionen. Es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention, das ist eine von mehreren. Es gibt die Regelung unserer Verfassung, die ist viel breiter noch als die Europäische Menschenrechtskonvention. Und es gibt den UNO-Menschenrechtspakt. Im UNO-Menschenrechtspakt steht in der englischen Version, die das Original ist und die maßgebend ist, in Artikel 13, dass jeder Mensch das Recht hat, sich wo auch immer er will, niederzulassen. Also ob Afrikaner, ob Asiate, ob Amerikaner, es kann jeder den Willen äußern, sich bei uns niederzulassen. Das ist ein Menschenrecht. In der deutschen Version, und da wird es geradezu originell, hat man probiert, das Ganze ein wenig abzumildern. Und dann hat man geschrieben, in seinem Land beliebig niederzulassen, nur macht es dann überhaupt keinen Sinn mehr. Und es ist nicht maßgebend, denn es gilt der englische Text. Schauen Sie den mal in aller Ruhe an. Wenn also der englische Text angewendet würde, und wir sind ja der UNO beigetreten, der Menschenrechtspakt der UNO gilt auch für uns. Müssen wir dann nicht jedermann hereinlassen? Nein, müssen wir nicht. Der Menschenrechtspakt der UNO ist zwar als verpflichtendes Dokument aufgesetzt, ist aber nicht eine spezielle Vereinbarung, die jeden verpflichtet. Das Dumme ist natürlich, wir haben ihn auch unterschrieben. Also gilt er ja für uns. Dann heißt das also, jeder kann kommen und das weiterziehen und sagen, ist ein Menschenrecht. Hier bin ich, hier darf ich bleiben, hier habe ich alle Rechte. Menschenrechte sollen gelten. Fundamentale Menschenrechte sind von uns zu beachten. Und stehen meines Erachtens an der Spitze dessen, was auch eine Verfassung beachten muss. Aber die genaue Ausgestaltung dieser Menschenrechte, die ist nicht immer gleich. Die Europäische Menschenrechtskonvention deckt sich nicht völlig mit der UNO-Menschenrechtskonvention. Wenn jemand bei uns klagen will, dann kann er von der Schweiz aus an das Gericht gelangen, das in Straßburg nach der Europäischen Menschenrechtskonvention urteilt. UNO-Menschenrechtskonvention, die könnten wir eigentlich bei jedem schweizerischen Gericht einklagen. Auch die gilt grundsätzlich für alle. Das wird aber so nicht ganz ernst genommen. Und es soll auch in einer Relativität sinnvoll aufgefasst werden und nicht absolut.